Und jetzt sind die Leute da, deren Gast wir sein dürfen. Die Wirtsleute vom Hofbräufestzelt. Da die Silja geht noch rum, beschenkt jeden hier vom Team. Hier, schau mal, jetzt sie fühlt sich unbeobachtet. Es gibt Geschenke. Nein, ganz schnell rum. Hier, schau. Und jetzt da ist sie. Da schleicht sie umeinander und hat was in ihrem Beutel. Deine Dinger verteilen. Deine Dinger verteilen? Was denn? Ich freue mich so, dass ich sie alle wiedersehe hier. Ja. Ist das nicht herzlich? Ich muss schnell Hallo sagen, Mensch. Ja. Behalte mich im Hintergrund und du tust mir das. Ja, aber dass man auch sieht, dass du dich immer um alle kümmerst. Das ist ja auch tatsächlich so. Ja? Also nicht nur die vorne stehen, sondern immer auch um die kümmern, die hinten sind. Das macht ihr ja auch mit euren ganzen Angestellten. Ja? Schau, er hat noch nichts. Jetzt musst du dich einreihen. Jetzt sind nämlich alle schon da. So, jetzt einmal. Servus, Ricky. Mein Gott. Und? Das war die erste Stunde. Günther. Silja, jetzt nochmal offiziell. Grüß dich. So, und jetzt gehe ich hier rüber. Und jetzt rutscht es ein bisschen zusammen. Und da sieht man doch sofort wieder, dass das beinahe einheitlich ist. Du reißt ein bisschen raus farblich, gell? Aber hier sieht man, die Margot, die hat wieder allen die Sachen rausgekriegt. Silja ist ein bisschen revolutionär heute mit ihrem Blau. Ja, aber dafür passend zum bayerischen Himmel heute, nicht wahr? Es passt zum Zelt, sagt sie, zum Hofbräublau. Passt zum Zelt, ja. Passt aber auch zum Wetter heute. War das ein traumhafter Wirteeinzug? Der Hammer, endlich einmal wieder schönes Wetter beim Einzug. Hat man nicht so oft tatsächlich. Ich habe eine Statistik gelesen, demnach in den letzten 18 Jahren hat es nur dreimal nicht geregnet. Das, keine Ahnung, also ich habe immer das Gefühl, das stimmt nicht, oder? Nein. Das stimmt nicht. Ich habe Aufzeichnungen zu Hause. Ich habe mir noch jedes Jahr aufgeschrieben, wie das Wetter war. Wir sind viermal in den letzten 20 Jahren beim Regen eingezogen. Ja, aber vielleicht hat es ja nur nicht geregnet, während ihr gefahren seid, aber davor oder danach. Ja, okay, wichtig war ja, dass wir trocken hier angekommen sind. Ja, das ist euch wichtig. Ja. So, ja, wie war es heute, der erste Tag in der Früh? Aufregend wie immer. Also mein Tag hat heute schon in der Früh um ungefähr 7:30 hier im Zelt angefangen. Es war immer aufregend. Ich bin immer nervös. Es ist immer aufregend und spannend. Und dann fahrt man in den Hofbräukeller, da ist dann die ganze Familie da und die Gäste da. Und die werden dann verabschiedet, dass ihr jetzt 16 Tage weg seid, dass die Mäuse auf dem Tisch tanzen können. Ja, genau. Und es ist natürlich schon immer sehr berührend, weil unsere Stammgäste, die wollen es natürlich auch. Und die sehen uns ja auch, wenn wir da sind und schau her, ja genau. Und es ist einfach wunderbar, ein Auftakt. Und wann geht's los? Bei so einem Wetter dann am Wiener Platz zu starten, bei Sonnenschein, wie du siehst, ja. Ja, ja. Das war ein absoluter Traum, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt und es ist wunderschön, wenn die Gäste einen dann auch verabschieden aus dem Hofbräukeller und du gehst dann langsam die innere Wiener Straße runter und aus den Fenstern hängen sie raus und es ist ein absoluter Traum. Günther, du mit deiner langjährigen Wiesenerfahrung, ab wann merkst du am ersten Tag schon, hoppla, das wird eine richtig gute Wiesen? Wann merkst du das? Das merke ich, wenn ich mit meiner Familie in dieses Zelt reingehe und wenn du dann vorbeigehst an dem Spalier von allen Bedienungen, die dich anstrahlen, die dich freuen auf diese Zeit. Und wenn du dann aufs Podium gehst und jetzt früher habe ich ja das Mikrofon in die Hand genommen, jetzt macht es ja mein Sohn. Und du schaust du sagst das erste Wort, nur Hallo, und es schauen 7000 Menschen auf dich zu. Das ist da läuft es mir jetzt schon wieder eiskalt den Rücken runter. Aber da merkst du dann schon, wie es wird in dem Jahr, oder? Und da merkt man sofort, das wird wieder eine gute Wiesn. Und dann spielt natürlich, ob es eine gute oder weniger gute Wiesn wird, spielt natürlich das Wetter schon eine große Rolle. Und wenn der erste Tag gut ist, lass es ruhig morgen regnen. Ab Montag, Dienstag, Mittwoch wird es wieder schön. Dann wird die zweite Woche sowieso gut. Die erste ist immer wichtig. Silja, ja. Heute beim Anzapfen, das war der Staatssekretär. Ja. Ich hatte so das Gefühl, der steht ein bisschen salopp da umeinander. Noch 30 Sekunden vorher hat er die Arme verschränkt, aber dann hat er das Ding mit zwei Schlägen reingezimmert. Aber auch nur aus dem Grund, der hat zum dritten Schlag ausgeholt, habe ich gesagt, stopp, stopp. Und dann hat er aufgehört. Wir haben ein paar Bilder davon. Der hätte noch zum dritten Mal draufgehauen. Zeig mal die Bilder. So, schau. Ja. Jetzt pass mal auf. Der tut so cool.
Ich dachte ganz ehrlich, oh, das wird nichts. Aber dann zwei Schläge und das Ding war drin. Eins, zwei. Oh, da hat man gesehen. Da hat man deine Hand gesehen, Günther. Da hat man es noch gesehen, genau. Du. Nein, stopp! Ja, hervorragend. Und dann ging's los. Jetzt mal für die Statistiker. Wie lange dauert es dann, wenn eben die Schenken freigegeben sind? Wie lange dauert es, bis jeder Gast hier eine Maß hat? 34 Minuten. Hast du das mal gestoppt? Ja. 34 Minuten? Nein, ich habe es ausgerechnet. Oder du hast ihn ins letzte Eck gesetzt und gewartet, bis du deine Maß hast. Ich hab ausgerechnet, bei 7 Schenken insgesamt 12 Schankkellner, 2,5 Sekunden pro Maß. Ja. Dauert es genau 34 Minuten und ein paar Sekunden hat jeder Maß Bier. Na hurra. Jede Bedienung. Dann hat der Gast vielleicht noch nicht. Der Gast vielleicht 2 Minuten später. Ja eben, weil die sind ja ganz schnell. So, also aber was wir haben noch nie uns? Eine Beschwerde gehabt, dass die Gäste zu lange warten mussten. Es geht dann wirklich zack, zack. Weil jede Bedienung hat ja maximal 2-3 Tische. Und dann bringt die einmal für alle Tische das Bier hin. Also. Ihr seid dann alle rumgegangen, habt eure Gäste hier im Zelt begrüßt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, nochmal alle Zuschauer zu begrüßen, sie herzlich einzuladen. Und dann machen wir kurze Pause. Also, liebe, möchtest du? Nein. Liebe München-TV-Zuschauer, herzlich willkommen zum Oktoberfest 2018 hier im Hofburger Festzelt. Wir wünschen uns natürlich, dass ihr alle mal vorbeikommt. Schaut es euch an, genießt unser Wiesenbier. Genießt vor allen Dingen auch die Mittagswiesen. Wenn ihr mittags auf die Wiesen geht und ihr geht zum Essen und geht dann macht einen schönen Spaziergang über die Wiesen und geht dann um 5, 6, wenn es so ein bisschen voll wird, wieder nach Hause, dann habt ihr einen echten Wiesengenuss. Und essen kann man auf der Wiesen immer gut, in fast allen Zelten. Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder zuschaut, dass ihr auch alle da seid. Und vor allem wünsche ich euch, Alex, in diesem neuen Team, wie auch immer es sein wird, alles Gute. Und für euch, ihr seid bestimmt nervös, die drei Mädels. Aber ich glaube, das passt schon und ihr macht es bestimmt super. Ganz viel ganz Spaß. Lieb. Vielen, vielen Dank. Wie lange gibt es denn die Partnerschaft schon zwischen uns, also dem 10 Jahre, denke ich, oder? Haben wir 10-Jähriges oder ist es das 11. Mal? Wenn es 10 Jahre wäre, müssten wir ja direkt ein Jubiläum feiern. Ich glaube, es sind noch keine 10 Jahre. Nein. Aber knapp. Wir werden, ja, Regie, du führst doch Buch Regie, über alles. Wir werden recherchieren. Du führst doch Buch über alles, Günther. Du weißt doch genau, wie viel Grad es hatte, bei welchem Sonnenwinkel, in welchem Jahr, zu welcher Minute wir das erste Mal da waren. Du übertreibst jetzt schon. lieber Jörg, du sitzt doch oben im Ü-Wagen. Sag uns doch mal bitte, wie lange sind wir schon da? Ja, genau, Jörg, schau doch auch mal nach. Jetzt aber zack, zack. So, also, schönen Dank. Dich sehen wir nachher nochmal. Wir freuen uns auf ein Wiesn mit dich euch sehen wir nachher nochmal. Jetzt machen wir kurze Pause, sind gleich wieder da.